Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, Gott zum Gruße. Wenn wir heute über die deutsche Küstenfischerei sprechen, dann geht es ja dabei nicht nur um die Versorgungssicherheit mit frischem und regionalem Fisch. Die Küstenfischerei ist vor allem ein norddeutsches Kulturgut und ein nicht wegzudenkender Bestandteil unserer wunderschönen deutschen Heimat, meine Damen und Herren. Ich selber, wie man hört, komme ja nicht aus dem Norden, aber liebe Küstenfischer, eines kann ich euch versprechen, auch wir Bayern lieben frischen Fisch und erkennen, in welchem schweren Existenzkampf ihr steht. Und wir stehen als AfD an eurer Seite. Denn, sehr geehrte Damen und Herren, die Lage der deutschen Küstenfischerei ist leider sehr ernst. Deutschland verliert gerade eine traditionsreiche Küstenfischerei. Hunderte Familienbetriebe, die den Fischfang leidenschaftlich und oft schon seit Generationen betreiben, haben ihre Existenz bereits verloren oder stehen vor den unmittelbaren Aus. Ein unwiederbringlicher Verlust für Deutschland und Verantwortung dafür ist wie immer die völlig verantwortungslose Politik der Ampelparteien, meine Damen und Herren. Egal, ob es die unverhältnismäßigen Fangbeschränkungen sind oder der massive Ausbau der umweltschädlichen, ja umweltfeindlichen Offshore-Windkraftanlagen oder das fehlende Bestandsmanagement von Kormoranen und Robben. Überall legen sie den deutschen Fischern nur Steine in den Weg und lassen diese Familienbetriebe regelrecht ausbluten. Was für eine schändliche, ja schon fast verbrecherische Politik, meine Damen und Herren. Anstatt aber an die Wurzel der Probleme zu gehen und sich für den Existenzerhalt der deutschen Küstenfischerei einzusetzen, fordert die Union jetzt steuerrechtliche Ausnahmen, damit sie leichter in, Zitat, neue umweltschonende und emissionsarme Antriebstechnologien investieren können, Zitat Ende, um damit die Klimapolitik zu unterstützen. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Wir sprechen hier von Betrieben, denen das Wasser viel weiter als über den Hals hinaus steht. Und sie erwarten jetzt, dass diese sich jetzt neu verschulden, um Investitionen im Durchschnitt von mehr als einer halben Million Euro tätigen. Ja, liebe Union, mit Zukunftsperspektiven hat das garantiert nichts zu tun. Was die deutschen Küstenfischer jetzt wirklich brauchen, sind spürbare Entlastungen und endlich wieder attraktive Rahmenbedingungen. Setzen Sie sich dafür ein. Wir unterstützen Sie. Danke, schönen Feierabend, meine Damen und Herren. Nee, Moment. Noch kein Feierabend. Also für Sie jetzt schon. Aber nicht, dass jetzt alle aus Versehen nach Hause gehen. Für die FDP-Fraktion.